Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich Cat. Das ist sowas wie Murder Mystery, nur halt als PvP, alle gegen alle Modus. Viel Spaß! Hey, wurde getötet, während ich versucht habe, Musik auszumachen. Ich hoffe einfach mal, dass es hier keine Musik gibt. Kommst du ran hier, Alter? Ich merke schon, das scheint frei für alle zu sein. Augenblick, haben nur noch 3 Schuss. Hey. Augenblick. Oh, der ist umgefallen. You're too slow. Oh, ich wurde abgeknallt. Ich habe richtig mies veraimt. Aber ich weiß auch nicht, ob man mit den Waffen so gut in der First Person spielen kann oder nicht. Aha. Ich traue euch nicht. Geh weg. Ha. Oh, lol. Okay, dir traue ich. Gut. Gucken wir einfach mal weiter. Also das hier ist einfach so eine Art frei für alle PvP. Oh, das ist die Sache mit diesen Hitboxen. Der Typ hat so einen riesen Schädel. Ich schieße drauf, aber es zählt offensichtlich nicht. Warte, was? Was bringt mir die Bloxy-Dose hier? Und warum funktioniert mein... ich weiß, warum mein Shirt nicht funktioniert. Die Entwickler von dem Spiel haben, glaube ich... Ja, weil wir R6 noch sind. Tut mir leid, Bro. Aber das ist auch schön, wenn die Layered Clothing nicht angezeigt werden. Hey! Meiner hat gar nicht geschossen, das war gemein. Kannst du mal in den Shop gehen? Ja, klar kann ich in den Shop gehen. Es gibt keinen Shop. Wenn ich in den Shop gehe... Dann öffnet sich dieses Menü hier auf der Seite. Oh, hier unten sind Ringe. Oh mein Gott. Warte, warte. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich will dich nicht hier haben. Du bedrohst mich. Nein, die Waffe ist weg, die ich eben aufheben wollte. Was soll denn das? Jetzt wurde ja noch von Conny gekillt. Frechheit. Das Geräusch. Was war denn das für ein Geräusch? Aber kann ich jetzt hier so sein Zeug aufsammeln? Stil. Haha. Ich habe sein Knife gestohlen. Haha. Oh, das macht doch viel mehr Spaß, so ein Messer zu werfen. Das kann man machen. Haha. 999 Milliarden. Okay. Haha. Haha. Multikill. Ja, so kann man's Leben genießen. Also das Knife, das macht mir Spaß. Haha. Haha. Mist. Ich wollte mich noch rechtzeitig umdrehen, aber Messer aufladen dauert zu lange. Okay, ich habe Sachen unlocked. Ich hab's verstanden. Ich habe Sachen unlocked. Ja, ich hab's verstanden. Okay. Oh, hier ist ja gar nichts, wo man lang gelaufen kann. Haha. Haha. Please. Hallo, wie nimmt man die Waffe? Ah, jetzt habe ich die Pistole in die Hand genommen. Wenn du gedrückt hältst beim Messer, kannst du werfen. Ja, das ist das, was ich die ganze Zeit mache. Ich werfe die ganze Zeit Messer. Please? Ey, das merke ich mir. Was für Error? Aha. Okay, Bruder. Ich glaube, dir geht's nicht so gut, oder? Mir geht's jetzt auch nicht so gut. Verspielst du? Ich spiele, Cat. Knife Action Testing Battleground Test Place oder so. Game. Hey, hey, hast du das gemacht? Mach das nochmal. Ich hab's nicht gesehen. Aha, Hitmarker. Nein, da hinten ist Conny. Der Real. Ha, aber das ist auch interessant. Wenn die Leute so einen komischen Skin haben, kann man sie auch an die Bodyparts treffen, die sie gar nicht besitzen. Ich hab die ganze Zeit versucht... Ey, ich war schon um die Ecke. Das ist unfair. Ha. Ey! Ich will keine Sonic-Ringe fallen lassen. Naja, den spielen wir halt noch ein bisschen weiter. Oh, Pistole muss ich nicht aufladen. Aha. Okay, ich bin gestorben. Ey, ich habe eine pinke Pistole. Und gemeinsame, okay. Wie kann ich jetzt diese ganze... Wie kann ich das jetzt alles ausrüsten? Ich gehe auf Shop, da passiert nichts. Wenn ich auf die Settings gehe, keine Ahnung. Was soll das? Also, ich bin die ganze Zeit in der Runde drin. Ist die auch irgendwann vorbei oder... Ich meine, das ist ja auch schön, so ein Spiel, so ohne Restrictions. Du gehst einfach rein und spielst. Aber ich hätte auch gerne irgendwann so ein Ende von der Runde und so ein bisschen runterkommen. Ach, jetzt! Nach Argent Tales, endlich! So, darf ich jetzt in den Shop? Nee, darf ich nicht. Darf ich jetzt die nächste Map voten? Ja, ich will natürlich Classic. Ist meine Lieblingsmap. Hier stehen so Knives, aber sonst kann man hier nichts machen. Also diese Lobby ist auch irgendwie langweilig. Und wie man andere Waffen ausrüstet, weiß ich halt auch nicht. Also ich kann hier unten Spray festlegen. Aber nur, wenn ich den Game Pass dafür habe. Also, was hat es mir jetzt gebracht, die ganzen Sachen freizuschalten, wenn ich nichts benutzen kann? Oder ist das bei mir jetzt nur verbuggt und ich müsste den Server wechseln? Ich weiß es nicht. Oh, eine Waffe. Das ist eine hübsche Waffe. Das ist die einzige Möglichkeit für mich, um an Skins zu kommen. Aua! Unfair. Ich will jetzt auch mal meine Waffen nehmen. Nee! Ich konnte meine Waffen noch nicht in die Hand nehmen, weil ich noch hier Dings... Na, ich will wenigstens schon... Ich will wenigstens meinen Revolver schon in die Hand nehmen können, bevor ich schießen darf. Weil sonst haben die Leute ja einen unfairen Vorteil mir gegenüber. Triple Kill, yeah. Oh mein Gott, und hier gibt's eine Obby. Aha, ich bin der Meister dieser Obby. Ach, hier ist eine unsichtbare Wand, oder wie? Lame. Wer will das denn? Da hinten war jemand. Ah, ist egal. So, hier kann ich jetzt mitmachen. Oder geht die nur im Kreis? Oh, und die Sprünge sind auch noch alle so knapp. Hey, nicht auf mich schießen. Illegal. Oh Mist, das war nicht der. Illegal, wer auf mich schießt. Mist.
Ich wollte erst das Knife werfen, aber dann konnte ich es nicht mehr zustechen, weil das zu nah an mir dran ist. Ui, das nehme ich mit. Ey, ich wollte es mitnehmen, aber es hat nicht funktioniert, obwohl ich eh gedrückt habe. Frechheit. Ey, also ich finde wirklich das Gunplay in hier, wie heißt es? In dem anderen Spiel. The Mad Murderer finde ich viel, viel besser. Oder Mad Murderer X hat sich das Spiel inzwischen umbenannt. Da finde ich diese Waffen so gut umgesetzt. Sie fallen, fühlen sich so smooth an. Man weiß halt auch, wann man trifft und wann nicht. Hier geht's eigentlich auch. Hier finde ich es immer noch besser als in Murder Mystery 2. In Murder Mystery 2 ist es echt ein Witz. Hä? Wie oft soll ich denn Linksklick spammen? Ich habe die ganze Zeit klick, 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 aber hat er nicht gemacht. Kriege ich wenigstens einen Indikator, wann ich wieder schießen darf? Wie schnell darf man den hintereinander schießen und wie lang schnell nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht. Aber ich werde dann wohl gleich den Server wechseln, weil hier kommt man ja irgendwie nicht raus. Wenn ich jetzt schieße... Ich weiß immer noch nicht, wie lange man schießen nicht schießen darf. Okay. So, 1, 2, 3, 4. Okay, so lange muss ich jetzt warten. Und jetzt muss ich ja nachladen. Augenblick, lass mich mal kurz nachladen. Danke. Error. Was für ein Error? Hör auf, mir Errors zu geben. Und woran sehe ich eigentlich, wann die Runde vorbei ist? Also wirklich, woran merke ich, wann die Runde vorbei ist? Wenn ich hier eine Streak erreicht wurde oder keine Ahnung. Also ich, keine Ahnung, als ich das erste Mal in der Lobby drin war, wusste ich nicht mal, dass es Runden gibt. Das ist gemein. Also wirklich, was soll man in der Situation tun? Ich weiß es nicht, was man in dieser Situation tun soll. Ah, ich habe schon wieder das Knife gezogen anstatt der Pistole. Daran bin ich auch ziemlich schlecht. Oh, jetzt habe ich eine normale Pistole. Ah, ich verwechsel immer Knife und Pistole. Wahrscheinlich wegen Fortnite. Da habe ich die Waffen genau andersrum. Oh, jetzt schon wieder Knife und Pistole verwechselt. Naja. Können wir Build About for Treasure spielen? Das spiele ich auch eher so mit Leuten wie Pace zusammen. Nicht einfach so hier random zwischendrin. Guck mal, ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt gebraucht hat zum Connecten. Das war voll weird. Wann darf ich werfen? Jetzt durfte ich werfen. Okay. Man braucht wirklich Indikatoren. Wann darf man werfen? Wann darf man schießen? Und wie lange muss man auch warten? Das fehlt halt wirklich. Jetzt habe ich so lange gebraucht, um die Waffen aufzusammeln. Und wurde währenddessen halt getötet. Und jetzt wurde ich getötet, weil ich einen Schluck Wasser getrunken habe. Das kommt schon mal vor. Aber da hinten sind die Waffen. Aber nicht die Waffen, die ich wollte. Oh, das ist meine eigene. Das war frech. Du wolltest mich von hinten überfallen. Oh, hallo, wann wirft er denn? Jetzt, okay. Aber man zieht sie hoch und ab jetzt darf man werfen. Aber woher soll man das wissen? Ich habe jetzt übrigens viermal auf ihn raufgedrückt mit gefühlt einem Sekundenabstand. Aber erst beim vierten Mal hat er überhaupt geschossen. Ey! Ich wollte genau das gleiche mit dir nochmal machen, aber diesmal hat es nicht funktioniert. Ey! Ist auch das Blöde, wenn man spawnt, muss man warten, bis man die Waffe haben darf. Mhm. Hallo? Aha. Das ist aber auch mies, wenn man solche Schüsse machen kann. Aua! Lol, was war das denn? Keine Ahnung. Ey! Wurde abgeschossen. Aber ich würde sagen, ich wechsle jetzt mal den Server. Vielleicht ist ja der Shop auch nur deswegen verbuggt. Versuchen wir mal auf einen leeren Server zu gehen. Auf der letzten Seite. Hier haben wir einen, der ist relativ leer. So, darf ich jetzt auf den Shop? Nein, ich darf immer noch nicht auf den Shop. Okay, offiziell kann ich jetzt sagen, das Spiel ist blöd. Error. Ja, ich habe verstanden, Error. Ich weiß nicht, wie lange ich warten muss, bis der das Messer endlich wirft. Oder schießt, hallo, ich klick. Ich habe die ganze Zeit gespam-klickt. Es ist mir zu blöd, wirklich. Man weiß nicht, wann man schießt. Man weiß nicht, wann... Also, man weiß nicht, wann man schießen darf. Man weiß nicht, wann man werfen darf. Natürlich, man könnte sich hier jetzt ewig so ein Gefühl für antrainieren. Aber ein gutes Spiel ist dadurch ausgemacht, dass solche Sachen kein Training erfordern, sondern dass man es weiß. Und deswegen, das gefällt mir nicht wirklich. Also in dem Spiel gibt es so viel Verbesserungspotenzial, vor allem der Shop. Was soll das? Was soll dieser kaputte Shop? Was bringt einem das? Naja. Und auch die Hack-Glitches, die hier möglich sind, gefallen mir nicht. Naja. Jetzt laufe ich hier runter und kann erst jetzt auf die Leute schießen, die sich in dem Raum befinden. Guck mal, ich wollte werfen, aber er hat nicht geworfen. Naja. Dann würde ich sagen, das war es erstmal mit Cat. Das Spiel kriegt von mir, keine Ahnung, 4 von 10 Sternen.